Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descent. Dexon hat einen weiteren Season 1 Update Trailer rausgehauen. Den habe ich mir selber noch nicht angeguckt, deswegen heute mal eine Offline Reaction. Zusätzlich zwei Korrekturen. Erstens, ich hatte gesagt, dass ETA 0 der neue Name für den Schwierigkeitsgrad ist, der mit Season 1 reinkommt. Da habe ich mich aber vertan. Das habe ich schlecht übersetzt. ETA 0 ist der Name des Händlers, der nach Albion kommt. Und wie der Schwierigkeitsgrad heißt, das wissen wir gar nicht. Also ETA 0 ist der Händler, nicht der Name des Schwierigkeitsgrades. Und Nexon hat mal wieder auf die Community gehört und hat eingesehen, dass Update 3 mit Ultimate Trainer mit ETA 0 zu spät kommt. Das war ja, ich habe euch das die Tabelle gezeigt, das war ja so, dass es gestückelt war und erst am 30. September das dritte Update gekommen wäre mit Ultimate Trainer und ETA 0. Und das wurde jetzt vorverlegt auf den 10. September, das heißt 20 Tage früher. Das finde ich richtig, richtig cool wieder vom Entwickler. Zeigt einfach mal wieder, wie extrem krass die auf die Community hören und wirklich alles Menschenmögliche in Bewegung setzen, um dort für uns einfach ein super Spiel auf die Beine zu stellen und auf die Community hört. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal rein in den Trailer, habe ich selber auch noch nicht gesehen. Da wird es bestimmt noch mal einige Sachen geben, die wir und ich noch nicht gesehen haben. Ich werde diesmal auch nicht allzu viel stoppen. Ich habe beim letzten Mal schon gehört, dass das ein bisschen zu viel war. Deswegen, ich werde versuchen, mich zu zügeln. Previously on the first descendant. The time has finally come. I have been waiting for you. Lepic? I am your guide. Oh, wer ist Art? Wer ist das? Ist natürlich komplett auf Englisch, aber ich glaube, das, was sie reden, ist jetzt nicht so unfassbar spannend. Spannend wird dann, wenn wir Ultimate Trainer und so sehen. Falls wir sie sehen. Ich habe den Trailer, wie gesagt, noch nicht gesehen. Wieso Lepic? Der sieht aber krass aus. Der First Descent. Das haben wir schon gesehen. Okay. Was das? Ach, das ist bestimmt der neue Boss, oder? Mit der Waffe? Ist das erste Mal der neue Boss, den wir sehen? Sieht cool aus. The Colossus still threatens us, and our enemies are plotting. Das kennen wir ja alle schon. Kennen wir? Invasion, auch ein cooler Name. Disappeared. The Vogus began moving from deep within the dungeon to raid the ancestors' facilities in Ingress and reclaim the outpost. Das haben wir ja schon gesehen. Ingress immediately dispatched a scout. That scout's name is Haley. Haley Scott, genau, das ist der neue. Die neue soldier in the guerrilla unit to a legendary sniper is now a newcomer in the Descendant Corps. Ruthlessly eliminating enemies. Oh, wir sehen das erstmal Bewegbilder. What? She dominates battles with her ability to drop her body temperature and emit cold air when her emotions run high. Das haben die drauf. Her weapon's critical hit multiplier increases. Guck mal, die ist auch, also mal ganz kurz, die ist auch so eisig wie Viessa. Also sehr cooler Effekt, auch dass sie komplett so im Eis ist. Ist wahrscheinlich die zweite Fähigkeit, wo sie selber sich bufft mit diesem Eisding, ne? Making her an excellent fit for sniper rifles. Ja, das ist auch eine coole Attacke. Das ist crazy. Macht bestimmt viel Schaden. Haley's specialty is switching to her anti-material sniper rifle. Oh, das sehen wir. Das haben wir erstmal. Oh, habt ihr gesehen? Schaden. Ich habe es nicht genau, aber 500.000 war da auf jeden Fall. Stronger than any other attack. So, jetzt neuer Dungeon. The Vogus launches a new strategy. The invasion. Stopp, jetzt müssen wir, das ist komplett neu, das habe ich nicht gesehen. Okay, es sind zwei Gebiete und in den Gebieten gibt es zwei Missionen. Seht ihr die? Einmal die und die da drüber. Unten links sehen wir Vulgus Invasion, Time is Remaining, 3 Minuten 50, Invasion, Disruption Rate, okay. Weiß ich nicht genau, was bedeutet. Da hatten sich ja einige drüber beschwert, dass es man so geforst wird, jeden Tag diese Mission machen zu müssen. Finde ich tatsächlich gar nicht. Also man verliert ja nichts dadurch, dass man sie nicht macht, außer natürlich die Partikel, um diese passiven Stärkungen zu bekommen. Ich finde es eigentlich eine richtig coole Gameplay-Erweiterung. Es ist im Prinzip, es ist eine einfache Gameplay-Erweiterung, ohne wirklich neuen Content zu bieten. Natürlich werden die Dungeons abgeändert, aber wir kriegen ja keine komplett neuen Gebiete oder komplett neue Dungeons, sondern es werden ja die gleichen Dungeons sein, die etwas abgeändert sein werden mit neuen Objectives und neuen Aufgaben. Da kann ich, glaube ich, auch die meisten beruhigen. Es wird nicht so sein, dass man mit Bunny immer am schnellsten per se da durchkommt, weil die Objectives bestimmt so
ausgewählt sind, dass man eben nicht nur mit Barney durchrennt wie verrückt, sondern dass man eben zwischendurch doch bestimmte Dinge machen muss, egal ob es Jump'n'Run ist oder irgendwelche, ja, ich weiß nicht genau, was für Objects da reinkommen, vielleicht sehen wir da gleich noch was, aber ich denke nicht, dass nur so ist, dass Barney einfach immer der beste Pick ist. Könnte natürlich auch sein, dass so krasse Elektrowiderstände dann drin herrschen, teilweise, also da müssen wir es auf jeden Fall noch überraschen lassen. Invasions occur randomly in two dungeons of the hard difficulty infiltration. Einmal Infiltration, Operation Hard. Okay, das ist der alte. Und dann hier Disrupt Invasion. Okay, das ist dann wahrscheinlich der neue. Ich weiß nicht, ob das. Ja, ist das schon der neue Schwierigkeitsgrad dann? Oder nur eine neue. Wir müssen nochmal. Ich muss mir das angucken. Es tut mir leid. Ich weiß, ihr mögt das nicht so. Oben, das wird gerade ein bisschen verdeckt. Sieht das so aus wie so Wellen? Wir wissen nicht, was bei 2 und 3 steht. 1. Ah, das ist Silber. 1, Silber, Bronze. Und dann steht da die Haley-Code. Okay, Leute. Das heißt, das müssen wir machen für den Haley-Code Main Reward. Haley, 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 Haley. Alle vier, das kann ich mir nicht vorstellen. The following penalties will automatically be applied. Hitting monster with high power rounds. Outgoing damage modifier minus 36%. Okay. Time remaining 4 Stunden. Iron Heart Particles acquired 0 von 1000. Okay. Junge, ich hab Bock. Start private operation. Da sitze ich genau drüber. Also hier steht nochmal private operation. Okay, 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 okay. Spannend. Between the existing operations or the invasions. Invasion Dungeons are only available das geht ja nur solo, stimmt. Das geht ja nur solo. Strength of the Descendants. Three Volgus Legions will block the Descendants with different defense mechanisms. Seht ihr? Da muss man auf jeden Fall schießen. Impervious to physical attacks. The Resonance Shatterers cause massive explosions with the energies of RK and the Iron Heart. The Keeper Tile Encryption Device maintains a powerful security system. Invasion Dungeons. Also ich glaube, die Dungeons, zumindest mal das, was man jetzt so gesehen hat, werden nicht so kurz sein. Man kann ja nur 4 Stück am Tag machen oder zumindest in einer bestimmten Zeit. Wir haben gerade was von 4 Stunden gesehen. Aber in den Patchnotes stand eigentlich was von 2 mal 2 am Tag. Ich glaube nicht, dass sie so schnell sind, dass man die in 5 Minuten durch hat. Ich glaube, das ist schon was langwiegere. Sprachen lernen, Bubble. New mechanics that disrupt the descendants' operations. Solve these enemies' mechanisms. Na, das kennen wir ja schon. Eliminate them. Invasion dungeons are designed for speed runs, and the faster you clear them, the greater the rewards that await. Okay, es ist wirklich so, dass man umso schneller ist, umso besser. Das ist das jetzt spannend. Sorry. Mit den Partikeln kann man sich ja stärken. Das wird nochmal spannend. Grants the descendants new powers. It's the season growth inversion reinforcement. Inversion reinforcement. Stopp. Es tut mir leid, wir müssen hier stoppen. Sehen wir irgendwas. Oh, cool. Es gibt einen neuen Button. Inversion Reinforcement. Ich habe euch ja letztes Mal schon erzählt, vorgestern, dass das nur in der Season verfügbar ist. Ne? Also nach der Season ist das Ganze wieder weg. Ich gucke nochmal überall sonst, ob ich irgendwo was Spannendes sehe. Aber sieht nicht so aus. Unlocked Skills 0 von 20. 20 Skills. Oha. Okay, Inversion Reinforcer Level 30. Das sind genau die 5 Dinger, die ich euch gesagt hatte. Und wahrscheinlich gibt es hinter jedem Punkt ein Buff. At the start of each season. It includes das war zu schnell. Hunting, Attributes, Recovery, Survival, and also wir gehen jetzt nicht durch alles durch, könnt ihr selber pausen, ich glaube, das wäre zu krass, aber geil. And can also obtain effects that compensate for their weakness. Each season, we plan to tailor and replace the inversion reinforcement effects, providing effects that perfectly fit the season. Sorry, was? Recovery, nochmal. Survival, and seasons. Through the inversion reinforcement, descendants gain beneficial effects for progressing through seasonal content. And can also obtain effects that compensate for their weakness. Each season, we plan to. Each season. Jede Saison. Okay, das bleibt doch. Der Reinforcement Invasion Dingsbums, wie er es genannt hat, bleibt jede Season, aber die Buffs ändern sich jede Season. Habe ich es richtig verstanden? Fighting effects that perfectly fit the seasonal content. Perfectly fits the seasonal content, ja. Das heißt, das ist ein Bestandteil, der jetzt für immer bleibt. Nur jede Season wird das zurückgesetzt und dann wird das geändert und für die nächste Season,
damit anderen Sachen bestückt. Mega cool, Leute. Das kann man nicht haten. Das ist mega cool. Sehr durchdachte Ergänzung zum Spielgeschehen mit der neuen Schwierigkeitsgrad. Mega nice. Ihr versteht das nicht. Jeder Charakter wird sich daraufhin komplett ändern. Also vielleicht nicht komplett. Ich glaube, Bunny wird immer noch mit ihren Fähigkeiten durch alle durchrennen, aber du kriegst so viele Buffs und so viele zusätzliche Möglichkeiten, Schaden auszuteilen, einzustecken, Movement, was auch, ich weiß nicht genau, was alles da drin ist, aber das waren 20 Perks. Also, das wird richtig huge sein, jede Season. Das ist crazy. Ultimate Fern, jetzt bin ich auch gespannt. A new Ultimate Descendant will be introduced in Season 1. Haben wir die schon mal von vorne gesehen? Sieht ganz cool aus, ne? Ultimate Frainer. Der Entwickler wurde mal gefragt, wieso die Ultimates immer einen Helm aufhaben. Ich muss gestehen, ich habe die Antwort irgendwie vergessen. Aber ja, sie wissen, dass sie immer einen Helm aufhaben, aber es soll wohl nicht immer so sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass da also in Zukunft mal Ultimate-Versionen kommen ohne einen Helm auf. Da bin ich auch sehr gespannt, was es für Skins gibt wieder. Ultimate Frainer, who has evolved RK's toxicity into a more powerful weapon, will make her debut. In Season 1, you can discover Freyna's exclusive story. Ja, Storyline, klar. The tale behind the name of her skill, Room Zero Trauma. So, das, die Waffe, die, oh, ist cool, cooler Effekt. Habt ihr gesehen, ist genauso, wie ich auch in den Patch Notes schon gelesen hatte. Man schießt und irgendwann kommt einmal so eine Granate rausgeschossen. Wir haben jetzt keinen Schaden oder so, aber ich denke mal, das wird schon gut Schaden machen. Spannend wird sein, wie die Main Stats sind, heißt Crit-Rate, Crit-Schaden, Schwachpunktschaden, da bin ich sehr gespannt. Wenn die, na, vielleicht hat die über 20% Crit-Rate, dann könnte die heftig sein. Und wie groß Magazin ist, ist natürlich auch wichtig. Excava charges voltage when attacking enemies and has a unique effect of firing the charge voltage as an energy grenade. Es sieht auf jeden Fall sehr sprayig aus. The inherent versatility of an assault rifle with a powerful shot. Frost Watcher is a scout rifle that can be farmed through the Season 1 content. When hitting enemies from long range, it reduces chill resistance and enhances the damage of one's chill skills, making it a perfect fit for Viessa and Haley. Ja, habt ihr gehört, ne? Die andere Waffe, die man durch den Season 1 Content bekommen kann, das heißt entweder Invasions oder neuer Boss, Deathstalker, da haben wir es auch gerade, wird die Ice Defense der Gegner schwächen und super fit für Viessa und für Haley. Sehr cool. If you've prepared a new descendant, ultimate weapon and inversion growth, it is now time to face the most powerful colossus. Okay, erstmal, das sind 4 Leute, das heißt, okay, kein Futter für, oh, den kann man eventuell alleine machen. Vielleicht sagt er was dazu. Deathstalker. Deathstalker lurks in the darkness of the void, targeting the life of descendants. It is stronger than any colossus encountered so far. To protect Albion from the threat of Deathstalker, we must once again venture into the void, unravel the mysteries within the darkness and intercept Deathstalker. The first. Okay, hat nichts dazu gesagt, aber noch stärker als Gierschlund. Und wir haben eine Arena ohne die Grütze in der Mitte. Das ist schon mal ganz gut, aber wenn er noch schwerer ist als Gierschlund, Alter, ich sehe da echt. Mal, müssen wir abwarten. Vielleicht, wenn wir mit einer Season Progression machen, mit den neuen Perks, könnte ich mir auch vorstellen, ich hatte das ja schon mal damals bei Gierschund gesagt, dass der vielleicht extra so schwer ist, weil dann mit den zukünftigen Updates der dann einfacher wird. Und mit den Perks und eventuell mit den neuen Händler und so, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir dann so stark werden, dass dein Gierschlund und auch der neue Boss relativ gut machbar ist. Müssen wir auf jeden Fall abwarten. Ich hoffe, dass er nicht zu krass schwer ist. Descendants first season begins on August 29th with Haley, a new descendant, Ultimate Freyna and the new Ultimate Weapons. New episodes, dungeon content, and void intercept battles await you in Albion, Descendants. Ja. The first Descendant, Season 1 Invasion, play for free. Ja. 29. August geht's los, um 14 Uhr in etwa. 9 Uhr geht die Wartung los, 4-5 Stunden geht das, also irgendwas zwischen 1 und 2. Ja, da wird's am Start sein. Ich bin natürlich auf jeden Fall live am Start. Ich hab übel Bock, wirklich, die neuen Invasions, die ganzen Perks freizuschalten. Das wird so ein geiler Grind. Die Haley natürlich freizuschalten, neue Waffe und so. Ich hab übel Bock. Wenn ihr live dabei sein wollt, einfach mal Twitch abchecken. Ansonsten, wenn ihr nichts zu The First Season verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow dalassen. Ganz viele von euch gucken gerade das
Video und sind noch kein Follower. Deswegen auf einmal Follow da lassen. Das ist komplett kostenlos und mega nice Support. Freue mich sehr drüber. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.